Willkommen, willkommen zu Starfield. Wir laden unseren Spielstand. So, bestätigen. So, eine kleine Sache vorab. Wir hatten ja im letzten Mal hier noch im Schiff einen Haufen Krimskrams drin. Den habe ich rausgetan, habe uns auch komplett neu ausgerüstet, habe uns neu sortiert. Ich zeige euch das mal kurz. Hier im Inventar, wir haben jetzt bei den Waffen diese und diese, diese. Also die und die. In der Schnellleiste drin, also in den Favoriten drin. Dann habe ich mich entschieden, wir nehmen hier den Constellation-Anzug. Dann haben wir uns hier diesen schönen ablativen Deep Reckon Dash-Rucksack rausgesucht. Und für den Helm habe ich mich auch für den Constellation-Helm entschieden. Warum ich euch das zeige, der ganz einfach der Punkt. Wie gesagt, wir hatten in unserem Schiff noch einen Haufen Krimskrams drin. Und dann habe ich kurz mal noch sozusagen offscreen die ganzen Sachen durchsortiert, habe mir das Beste von allem rausgesucht. Und habe bei der Gelegenheit auch festgestellt, dass auch unsere Straßenklamotten hier Werte haben, auf die man ein bisschen aufpassen müsste, sollte. Genau. Dann noch eine weitere Sache, und zwar habe ich euch das ja gezeigt mit dieser Geschichte, dass man hier auch über die Schnellleiste Rucksäcke, Anzüge und Helme ausrüsten kann und die dann auch verwenden kann. Natürlich weiß ich nicht bei Skills. Natürlich weiß ich, dass wenn ich hierher gehe, ich den Anzug in Siedlungen, den Helm auch, also überall da, wo ich atmen könnte, könnte ich das automatisch verbergen lassen. Ich persönlich finde es aber schöner und interessanter und auch ein bisschen realistischer, wenn man diese Umkleidegeschichte selber macht, weil dann kommt man eventuell auch das ein oder andere Mal in die Situation, dass man aus seinem Raumschiff aussteigt ohne Raumanzug und dann feststellt, oh, vielleicht sollte ich einen Raumanzug anziehen. Das finde ich, macht die ganze Sache, wie gesagt, realistischer und interessanter, als wenn ich das einfach immer alles komplett anlasse und das dann einfach nur ausgeblendet wird. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Unsere derzeitige Mission lautet, wir sollen zurück nach Vectera gehen. Hier haben wir bei den Skills noch einen Skill, den wir verbessern können. Deswegen hat er da am Rand gerade geleuchtet, so wie er es hier jetzt auch tut. Ja, wie ihr seht, der leuchtet so ein bisschen. Deswegen können wir den verbessern. Wir haben hier unten auch zwei Skillpunkte, um das zu tun. Deswegen machen wir jetzt hier mal einen Rangaufstieg. So, und das bedeutet, dass wir zusätzliche Munition in unseren Behältern finden können. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Vectera, da uns unsere nächste Mission dahin führt. So, dann heben wir mal ab. Starten die Motoren und heben ab. So, wunderbar. Und dann machen wir uns hier über unsere Sternenkarte auf den Weg hier nach Narion. So, hier nach Narion. Perfekt. Kurs festlegen. Und Sprung
nach Narion. Gravitation Jump. So. Wunderbar. Dann sind wir jetzt hier angekommen. Hey, Kontakt Charlie 3. Das bist du. Charlie 3. Hi. Ich habe Infos für dich. Bitte nett, dich kennenzulernen. Hi, Charlie 3. Das ist meine gute Tat für heute. Mach einen Bogen ums Altair-System. Einen großen. Okay. Erstmal, warum nennst du mich Charlie 3? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne so viele Leute und ich habe aufgegeben, mir ihren Namen merken zu wollen. Okay. Du bist also der dritte Charlie, mit dem ich heute rede. Freut mich. Na dann. Klar. Vielen Dank wegen der Warnung. Ich mache also meine Runde. Vorratslieferungen und so. Und die führt mich ins Altair-System. Und, Junge, dort wimmelt es nur so von Spacern und ständig dieser Notruf. Dort geht's ganz schön ab und wir, die wir dort nicht unbedingt hin müssen, wir bleiben brav zu Hause, da, wo wir sind. Stimmt's? Ja, worum ging es in dem Notruf? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil vielleicht kann man denen ja tatsächlich helfen. Der klang schlimm. Echt schlimm. Aber ich hatte eigene Probleme. Musste schnell abhauen, bevor die Spacer meinen Grafantrieb zerstören konnten. Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind nichts für mich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Charlie 3, das wäre aber eine äußerst gute Tat für heute. Ich meine, ich sage nicht, dass du irre bist, aber... Wow. Ja, vielleicht tschüss, sind wir... Charlie 3, du bist der beste Charlie 3 in dieser Woche. Vielleicht sind wir ein kleines bisschen irre. Komm, wir probieren das mal. Mission aktiv schalten, begib dich zum Altair-System. Wir schauen uns das mal an. Dann gehen wir jetzt halt nicht zu Vectera. Wir gucken mal, ob ich überhaupt in das Altair-System komme. Ja, kommen wir. Also, dann hüpfen wir mal schnell dahin. Einmal springen bitte. Und dann gucken wir, ob wir ihm helfen können oder ob wir sterben. Das werden wir dann sehen. So. Oh, ups. Okay, Altair 2. Gucken wir mal, Altair 2. Altair 2 sind wir schon da, okay. Forschungsposten U309, jawohl, okay. Bitte einmal landen. Und dann gucken wir mal, ob wir den lieben Menschen da unten helfen können. Wir sind ja auch gut ausgerüstet. Wir haben ja alles soweit im Griff. Okay, dann machen wir uns da mal auf den Weg. Wo ist eigentlich... Ah, Sarah lehnt da an der Wand. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich Sarah? Aber wir sind auch angezogen, das ist gut. Dann lasst uns mal... Sollte es jede Menge organisches Material geben. Lass uns gleich mal hier gucken, weil... So. Ja.
Ich glaube, wir brauchen was ein bisschen Größeres hier. Das war ich nicht. Da hinter ihr bewegt sich auch noch was. Okay. Ich empfehle einen schnellen Rückzug, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Nein, Vasco, nein. Wir lösen hier jetzt das Problem. Der ist da oben, aber den... Gucken, kommen wir da irgendwie hoch. Dass wir den da oben auch noch schnell erledigt kriegen. Stirb endlich. Au! Okay. Eine Fallplatte. Hast es erledigt, okay, gut. Sehr nett. Okay, okay. Da ist jemand. Sag mal. Ich hatte ja eigentlich gehofft, ich finde hier oben vielleicht eine E-Pfeife, okay. Ich finde hier oben vielleicht ein Scharfschützengewehr oder irgendwas Größeres, so ein Verteidigungsturm oder so in die Richtung, aber dem ist wohl nicht so. Ah, da gibt es ein paar Minen. Da gibt es einen Regelwiderstand. Da gibt es Munition. Sehr gut. Ein Fernglas, nee, das brauchen wir nicht. So, ist jetzt dann. Ciao. Ciao. Ist jetzt dann hier erstmal Ruhe, ja?
Bioblocker, okay, da müssen wir dann auch mal gucken, was mit dem dann geht, mit dem Bioblocker. Aber sonst scheint hier oben nicht wirklich irgendwas Nützliches zu sein. So, da hinten waren wir. Okay, Sarah, komm. So, was gibt es hier oben? Auch nichts wirklich da. Munition, sehr gut. Okidoki. Dann, das ist nur eine Art. Komm, dann springen wir hier mal runter. Es verhält sich irgendwie wie so eine Art Weltraumschrottplatz. Wenn man sich das hier alles so anguckt. Da gibt es noch eine Kiste. So, okay. Dann, da ist unser Schiff. Rennen wir mal schnell hier rüber. Gucken uns das hier an, ob da noch irgendwelche versteckten Geschichten sind. Nein. Okay, was gibt es hier in der Box? Einen Durchgang, okay. Okay. Irgendeiner ist da immer noch am Leben und will Theater machen. Den schnappen wir uns dann gleich demnächst. Auf dem Weg. Oh, was haben wir hier? Dichtmittel. Na, sehr gut. Dichtmittel können wir immer gebrauchen. Aus irgendwelchen komischen Monsterkäfern. Okay. Was liegt hier rum? Strukturen und Nährstoffe, okay. Wir sollten mal kurz eine Heilung durchführen. Und da bist du dir sicher, dass mich niemand vermisst, ja? Ich würde das bestreiten. So, hier unten gibt es auch noch Credits. Sehr nett. Schlagschrauber, Wasserwaage, nee, brauchen wir nicht. Bolzenschneider brauchen wir nicht. Da hinten waren wir. Dann gehen wir hier mal wieder hoch. Wir schalten mal die Taschenlampe aus. So, okay, dann nehmen wir seine Sachen hier noch mit. Dann nehmen wir seine Sachen hier noch mit. So, und ansonsten scheint hier erstmal nichts mehr wirklich Interessantes rumzuliegen. Okay. Dann begeben wir uns auf die nächste Ebene. So, hier gibt's auch. Oh, da hinten. Ah, was bist du denn? Eine Xenoraupe. Okay. Boah. Was haben wir hier? Schlagschrauber, lalala, Wasserwaage, bla bla bla. Irgendein Blödsinn. So, okay. Hier waren wir, glaube ich, vorhin kurz. Selbst wenn nicht, da gibt es nichts Interessantes. Vogelgezwitscher ist auch nett gemacht. Gefällt mir. So, okay.
Okay. Kann man hier in diese Käfige irgendwie rein? Hier könnte man rein. Oha, was bist du denn? Du bist hoffentlich tot. Ja. Okay. Okay, Nierenschalen, Notizbücher brauchen wir alles nicht. So, okay. Dich haben wir gesehen. Hier gibt es nochmal Knochen von irgendwelchen Tieren, die man wahrscheinlich diesem Tier geopfert hat. Okay. Wir laden nebenher mal schnell nach. Nicht, dass da noch irgendeiner mal... Uran, Okay, also hier dient wirklich alles irgendwie als Behälter. Interessant, interessant. Gut. Ah, was haben wir hier? Okay, das heißt, hier außen scheinen wir alles erstmal soweit aufgeräumt zu haben. Schrotflintenpatronen sind natürlich immer gut. Was haben wir hier? Thermoskanne brauchen wir nicht. Noch mehr Munition, sehr gut. So. Und Vasco kümmert sich hoffentlich um unser Schiff. Ist hier irgendwas drin? Palladium. Nickel, ah, sehr cool. Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass diese Riesendinger auch als Lagerkasten fungieren. So, hier waren wir. Okay, dann gehen wir rein. Sarah, lass mich durch. Lasse sie mich durch. So. Dann. Da hat's. Ein Fernglas brauche ich nicht. Dafür haben wir unseren Scanner. Wasser. Wasser ist immer gut. Trinken ist wichtig. So, okay, dann. Sarah, bist du bereit? Bist du bereit? So, ich guck mal schnell. Wir hatten doch hier eine. Die hier müsste das sein. Weil dann versuchen wir mal, ob wir uns so leise wie möglich ein Kästchen mit Erde, okay, ob wir uns hier so leise wie möglich vielleicht erstmal durchbewegen können, ohne irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Der Computer ist kaputt. Oh, oh, da scheint irgendwas Schlimmeres passiert zu sein. Ja. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Mach ich doch. Mach ich doch. Okay.
Da geht's dann noch eine Treppe hoch. Okay. Wenn man dann schon entdeckt wurde, dann kann man auch. Du bist tot. Meinst du? Dafür sterbe ich nicht. Das wird böse für dich enden. Ich hätte nichts. Ich hätte nichts dagegen. Das wird nichts. Okay, Sarah hat's erledigt. Ich hätte trotzdem nichts dagegen, wenn du ein bisschen hinter mir bleibst, liebe Sarah. Schließlich will ich ja auch ein bisschen Spaß. So, okay, also, wartet mal, ist da oben. Ja, da gibt es noch weitere Türen. Okay, das heißt, wir machen erst hier unten. Gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, da gibt es wieder Bücher. Die lesen wir später, wie gesagt. So. Was gibt's hier? Nix. Eine Positronenbatterie, okay. Also, es scheint mir schon so zu sein, dass da. Oh, okay, jetzt schon. Das ist nicht gut. Das heißt, wir gehen mal hier. Moment. Ja, dann zeig mal her. So. Ja gut, da brauchen wir. Die können wir eigentlich wegtun. Ja. Ein neuer Anzug. Okay, cool. Rucksäcke. Okay. Oh, zwei gefilterte Space Trucker Rucksack. Nicht schlecht. Da müssen wir dann. Bodencrew, Navigator, okay. Die Notizen kann die Sarah mal nehmen. Das heißt, die Sarah kann eigentlich auch die Anzüge tragen. Die beiden Rucksäcke kann sie tragen. Und die Helme kann sie tragen, weil die sind relativ schwer. So. Die Kopfbedeckung nimmst du auch mit. Und die Ressourcen kannst du auch alle mal nehmen, bitte. Und hier müssen wir mal gucken. Gut, da haben wir nichts eingesammelt, was wir nicht haben wollen. Sehr gut. Ja, dann sieht es soweit wieder gut aus. Credits, Medpack, Tiefminenrucksack, den haben wir. Den brauchen wir nicht.
mitnehmen. Was hast du dabei? Herzmedikamente, sehr gut. Kuchen, sehr gut, okay. Dann, oh, die Skulpturen, die wiegen zwar relativ viel, aber die finde ich nice, die nehmen wir mit. Jawohl. Ein Schreibtischventilator, ne, den brauche ich nicht. So. Okay. Dann war es das hier, von da sind wir gekommen, dann gehen wir hier rein. Credits. Okay, hier in dem Raum ist niemand. Entwurf, Antrag auf Verstärkung. Ich glaube, dir ist die Lage nicht bewusst. Wir haben keine Woche Zeit, nicht mal einen Tag. Wir brauchen jetzt Verstärkung, sonst sind wir alle am Ärmel oder so. Scheint mir so zu sein, als wäre eure Verstärkung nicht aufgetaucht. Was haben wir hier? Episches Item. Hitman Sidestar. Okay. Da liegen noch Credit Sticks. Da liegt noch ein angebissenes Brötchen. Brot, Toastbrot, Sandwich, wie auch immer. Nennt ihr es, wie ihr es mögt. So. Wunderbar, ja, die Kopfbedeckung nehmen wir auch mal mit. Digitalen Bilderrahmen. Noch eine Skulptur. So. Irgendwann muss ich mal aufhören, die ganzen Skulpturen da einzusammeln. So, was haben wir hier? Eine Equinox. Das war Munition. Halt die Gosch. Das ist auch eine Equinox, die brauchen wir nicht. Ich habe nur Munition mitgenommen. So, nimm keinen Schrott mit. Doch, ich nehme Schrott mit. Gefällt mir so, will ich so. Und nachher gebe ich dir den Schrott, damit du den Schrott nach Hause trägst. So, pass auf. Hast du was für mich? Falls ich was für dich tragen soll, nur zu. So, pass mal auf. Ach so, da können wir noch ein paar abladen, dann gleich noch. Ja, stimmt. Dann haben wir auch wieder Gewicht, das wir reduzieren können. So, die nimmst du mal. So, dann die nimmst du mal. Dann die nimmst du mal und dann gucken wir hier mal bei Sonstiges durch. Die können wir auch wegschmeißen. So. Okay, warte mal, kann ich das direkt machen eigentlich? Tauschen. Ne, kann ich nicht. Okay, weil dann stellen wir uns mal hier hin. So, das ist eine normale. Kann man da eigentlich Transfer? Ja, Transfer ist eine gute Idee. So, dann nehmen wir nämlich das mit. Die Grendels nehmen wir nicht mit. Und dann packen wir nämlich hier 6 von denen rein. Hä? Du kannst das hier nicht einlagern, wieso? Okay.
Wieso kann ich das nicht einlagern? Menge auswählen, 5. Ich kann das nicht einlagern. Wieso kann ich das nicht einlagern? Ist der voll oder wie? Hat er auch eine gewisse... Nee, der hat keine Massenbeschränkung. Warum also kann ich ihn hier nicht einlagern? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ist auch egal. Dann schmeißen wir die einfach auf den Boden. Oder suchen uns eine andere Box. Können wir die da einlagern vielleicht? Kann nicht mehr gelagert werden. Okay. Wie so geht das nicht? Nö, geht nicht. Okay. Eine modifizierte nehmen wir mit. Eine modifizierte nehmen wir mit. Halt. So, können wir die hier rein tun. 5 Stück. Passt. Da können wir sie reintun. Okay, sehr gut. Dann machen wir das doch. Das ist Munition. Das sind Splitterminen. Weil dann liegt nämlich der Krempel nicht nachher auf dem Boden. Und ich denke mir, oh, sammel's ein, weil brauchst du. So. Pass mal auf. Halt. So. 6. Passt. So, so, okay, dann machen wir hier mal die Tür auf. Die geht nicht auf. Gibt es hier irgendwo einen Knopf? Einen Schalter, einen Computer, ein irgendwas? Scheint es nicht zu geben. Okay. Ah, Geld. Es wäre schließlich nicht der erste Geldbeutel, der irgendwo auf einer Toilette verloren geht, nicht wahr? Meine Blumen. Ich will Blumen. Die Credits sind das dann schnell. Ja. Bin ja dabei. So. Du bist so eine alte Hektikerin. Mei, mei, mei. So. Da ist sonst nichts drin. Okay. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet, aber mir ist gerade alles recht. Das bin ich auch. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO, aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde... UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig,
Siehst du Marines? Nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden. Die Zeiten ändern sich wirklich. Ja. Aber ihr habt doch vor gar nicht allzu langer Zeit Krieg gegen sie geführt. Das haben wir. Die ganze Sache hier ist ein einziger großer Ausnahmefall. Wenn der Außenposten sicher ist, quassele ich dir dein Ohr darüber ab. Aber im Augenblick tickt die Uhr. Aha, okay. Verstanden. Marines gut, Spacer böse. Das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Kannst du mir eine taktische Übersicht geben? Als Torres alles abgeriegelt hat, war ich bei Lesama und dem Doktor im Sicherheitsbereich. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich weiß nur noch, dass Torres im Komplex gekämpft hat. Irgendwo. Die Marines haben den Hintereingang bewacht. Keine Ahnung, was mit ihnen ist. Aber die Info ist alt. Mehr hab ich nicht. Okay. Ich sorge für die Sicherheit der Krankenstation. Du bist der Hammer. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Ja, dann schauen wir mal. So, gibt's hier noch irgendwelche schlauen Dinge, die wir mitnehmen können? Irgendetwas, das uns hilft. Lesama, ein UC Sunny, ist bei Dr. Musa auf der ersten Ebene. Auf der ersten Ebene, okay. Gut, dann. Ist der Stub bei dir? Das nehmen wir mit, den Rest brauchen wir nicht. Jetzt wird's lustig. Meinst du? Ist nur die Frage, für wen von uns beiden? Für dich oder für mich? Ich sehe nichts. Feuer, Feuer! Nicht gerade Feuer! Feuer! Nicht. Ja? Die brauchen wir, glaube ich, nicht, die beiden. Roboterteile, okay. Wow. Das hier sieht aus wie so ein Serverraum irgendwie. Da bist du ja. Du bist Geschichte. So.
Okay. Die Credits nehmen wir mit, die Munition nehmen wir mit. Die modifizierte Grendel lasse ich jetzt auch mal liegen. So. Okay. Dann scheint es hier alles gewesen zu sein. Mal. Ne, keine Türen. Okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Einen anderen Weg scheint es hier nicht zu geben. Machen uns Deimos Rucksack. Sehr cool, okay. Okay. Hier waren wir ja. Okay, okay. Hier hinten waren wir auch. So, hier hinten gab es auch nichts, da haben sie irgendwie eine Barriere aufgebaut, okay. Und von hier kamen wir, wenn ich es richtig weiß. Und das heißt, wir sollen jetzt hier weitergehen. Schlüssel erforderlich. Okay, nur mit Schlüsselkarte. Das heißt, wir müssen die Schlüsselkarte suchen und finden. Okay. Okay, das hat nicht geholfen. Ich hatte gedacht, vielleicht, wenn man die Sachen da rausnimmt, kriegen wir die Tür auf. Auch nur mit Schlüssel, okay. Okay, das heißt, wir müssen die Schlüssel suchen. Schmierstoffe und Aminosäuren. Thank you.
Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Zumindest nicht von ihm. Antrag auf Verstärkung. Ich glaube, dir ist die Lage nicht bewusst. Wir haben keine Woche Zeit, nicht an einem Tag. Wir brauchen jetzt Verstärkung. Das hatten wir doch vorher schon. Freunde, wo habt ihr eure Schlüssel versteckt? Weil ohne Schlüssel geht's hier nicht weiter. Oben nicht und unten auch nicht. Der Computer ist auch völlig zerstört. Ah, hier haben wir noch eine Chance auf Schlüssel. Die brauchen wir nicht. Wer redet da? Gut, aber hier oben ist definitiv nichts. Das heißt, die Schlüssel müssen irgendwo unten sein. Normalerweise haben doch eigentlich immer irgendwelche Leute ihre Schlüssel dabei. Der Computer ist auch inaktiv.
Warum konnte die Tante von da unten mir nicht einfach einen Schlüssel geben? Wären die Spacer hier durchgebrochen? Gib du mir deinen Schlüssel. Ich bin dankbar, dass du da bist. Aber geh zur Krankenstation. Schnell. Schnell? Ja, ich kann nicht, weil ich habe keinen Schlüssel. Als die Spacer in den Außenposten kamen, hat der Lieutenant alles komplett abgeriegelt. Ich kam nicht zu Lesama und in die Krankenstation. Trotzdem habe ich den Notruf, solange es ging, abgesetzt. Kurz bevor die Spacer durchbrachen, konnte ich mich verstecken. Brauchst du was? Also gut, also hier unten scheint definitiv nichts zu sein, was Schlüssel angeht. Die Computer hier sind auch alle, also dieses Servergeräusch ist schon ziemlich laut, muss man sagen. Wartet mal. Ah, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, wie es scheint. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Wartet mal, die schmeißen wir gleich wieder raus. Ich wollte es nicht ausrüsten, ich wollte es wegwerfen. Dich brauchen wir auch nicht, dich brauchen wir auch nicht. Dich behalte ich. Schiffsschlüssel, Origami-Skulptur. Den brauchen wir nicht. Die Blumen will ich behalten. Wunderbar, so. Okay. Wenn wir schon
So, okay. Aber wenn wir schon hier sind, dann lass uns noch schnell etwas Last ab. Ein bisschen was tauschen. Ja, da kannst du die zweite davon nehmen. Die brauche ich auch nicht. Okay, das mache ich nachher. Die schmeiße ich nachher dann noch weg. Den Anzug. Den Rucksack. Den Helm. So, die Kleidung, die Kleidung, die Kleidung. So, die Notizen. Alles, was wir an Ressourcen haben. Meine Dietriche brauche ich. Oh, da habe ich. Die habe ich im Schrank vergessen wahrscheinlich, weil ich da jetzt momentan nur zwei habe. Okay. Aber der Rest scheint soweit okay zu sein. Adieu. So, okay. Aber bevor wir jetzt hier hochgehen, würde ich an dieser Stelle diese Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Seid doch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hier diesen Weg weitergehen und schauen, was uns in der Krankenstation erwartet, wollte ich eigentlich sagen. Du hast meine Begrüßung versaut. Stirb! So. Meine Verabschiedung, so rum. Vor lauter hier. Na? Mann. Komm hier rein. Komm. Sarah, komm. Oh, jetzt steht sie da genau in der Tür. Geh rein da. Dann eben nochmal von vorne. Also, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder weitere spannende Dinge erleben, wie das gerade eben. Genau, und uns dann angucken, was in der Krankenstation so los ist. Genau, so sieht's aus. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!